Also ich finde die Elternzeit und die Teilzeit finde ich sehr schön und ich rate allen, macht Elternzeit, weil die Zeit kriegt ihr nicht wieder mit euren Kindern. Ich bin Sven, habe im August 1998 meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerwirtschaft hier bei Dräger angefangen und mache jetzt hier die Qualitätssicherung im Wareneingang. Ich bin Vater von zwei Kindern. Mein Sohn, der ist 7, der geht jetzt zur Schule. Und meine Tochter, die ist jetzt 19 Monate alt. Und die beiden machen richtig viel Spaß. Ja, seit November bin ich jetzt hier in Lübeck. Und so vor musste ich eben eine Stunde herfahren mit dem Auto. Und jetzt kann ich eben auch mit meinem Hobby, dem Skifahren das ganze Jahr, eben auf Rollen, auf Crosskates eben zur Arbeit kommen. Und das hält mich fit und das ist eben super, dass ich jetzt beides vereinen kann, also Sport machen und die herrollen. Ja, in der Freizeit nachmittags ziehe ich auch meiner Tochter, die sitzt im Anhänger, im Fahrradanhänger, dann kommen zwei Stangen, Bauchgurt rum um den Bauch und dann rolle ich mit ihr durch die Gegend. Sie kann schön schlafen im Anhänger und ich mache eben Sport und halte mich fit. Ich arbeite bei Dräger in Teilzeit seit Juli 2016. Das kam nach der Trennung mit meiner Frau. Und dann kam die Entscheidung, wo bleibt mein Sohn, unser Sohn? Und dann haben wir gesagt, er bleibt bei mir. Und ich habe bei Dräger angefragt, ob ich Teilzeit machen könnte. Dann kann ich ihn morgens zum Kindergarten bringen, zur Arbeit fahren die Stunde, die 6 Stunden arbeiten, wieder nach Hause fahren die Stunde und ihn vom Kindergarten abholen. Weil sonst mit Vollzeit wäre es gar nicht möglich, ihn morgens hinzubringen und nachmittags ihn abzuholen. Mit meinem Sohn habe ich damals ein Jahr Elternzeit gemacht. Meine damalige Frau ist arbeiten gegangen und ich war ein Jahr mit meinem Sohn zusammen. Mit meiner Tochter war ich letztes Jahr in Elternzeit 8 Monate. Konnte eben die ganze Entwicklung miterleben, weil im ersten Jahr passiert so viel, wenn sie anfangen zu krabbeln und dann zu laufen. Das ist immer total schön zu sehen. Heutzutage ist es ja schon normal geworden, in Elternzeit zu gehen. Oder wird es immer anerkannter, dass auch Väter länger in Elternzeit gehen. Und da ist es auch bei uns überhaupt kein Thema hier. Ich bin jetzt seit 4 Jahren in Teilzeit. Die Vorteile sind eben, dass man viel mehr Zeit hat für die Familie. Und das ist einfach herrlich, weil man nachmittags mit der Tochter spielen kann, mit ihr rausgehen kann. Es ist richtig schön, denn die Kinder aufwachsen zu sehen. Der Nachteil ist eben, dass es eben viel weniger Geld ist und dass man wirklich jeden Cent umdrehen muss. Ja, ich überlege, wieder in Vollzeit zu gehen. Ich habe ja 2016 erstmal bei Dräger gesagt auf 2 Jahre. Das haben wir mal 2 Jahre verlängert. Also ich könnte jetzt im Sommer wieder auf Vollzeit gehen. Ich bin hier im Kernteam bei Dräger beim Väternetzwerk. Die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, dass wir auch sehr viele Sachen umsetzen können, davon Familie und Beruf noch besser zusammenbekommen. Und ich möchte gerne die Interessen eben mehr stärken, damit wir auch eine Verbesserung für die Menschen in der Produktion und Logistik hinbekommen. Ich finde das sehr gut, dass man hier bei Dräger in Teilzeit gehen kann und auch später wieder in Vollzeit wechseln kann, wenn die Kinder dann zum Beispiel in Schule gehen, selbstständiger sind und sich die familiäre Situation geändert hat. Man kann jetzt mehr Zeit für die Kinder haben, wenn sie klein sind und später auch wieder in Vollzeit arbeiten